Hier auf dieser Bühne hier ist heute Abend eine grosse Premiere von Stefan Büsser. Masterarbeit heisst das neue Comedian-Programm. Da hinten ist schon ein bisschen parat. Wir können auch in Backstage schauen, für was er das auch immer nachher braucht. Wir sind Backstage im Kaufleuten, wo in wenigen Minuten, nicht gerade, aber Stunden geht das Programm los. Da hinten versteckt er sich. Mal schauen, wie nervös das er schon ist. Dürfen wir schon aufmachen? Grüezi. Grüezi wohl, dürfen wir reinkommen? Nein, ja. Danke sehr. Oh. Du musst auch die Türen hinten dran wieder zumachen, dass wir ein bisschen ungestört sind. Stefan Büsser, heute ist die grosse Abend. Ja. Wie geht's dir? Finally. Gut, ich bin froh. Jetzt war irgendwie fast ein Jahr Arbeit gewesen, seit dem letzten Programm. Und jetzt geht's los. Also ein Jahr Arbeit. Kannst du uns schon in die letzten Wochen nochmals rückspiegeln, was bei dir alles gelaufen ist? Ja, die letzten Wochen waren jetzt nur noch sogenannte Tryouts gewesen. Also das sind bereits Vorstellungen vor Publikum gewesen, wo so Testvorstellungen gewesen sind eigentlich, um zu schauen, was funktioniert nicht. Vorangegangen ist aber doch ein halbes Jahr Schreibarbeit, wo ich zusammen mit einem Autor und ein paar Kollegen immer wieder so ein bisschen wechselnd versucht herauszufinden, was könnten die Leute echt lustig finden und was nicht. Viele Ideen sind rum gewesen, einige mussten auf der Strecke bleiben und das Beste daraus ist hoffentlich heute Abend zu sehen. Bei diesen Tryouts musst du nachher nochmal alles umstellen und merkst, dass etwas funktioniert. Was ist in die Hose? Ja, ganz vieles. Es hat Nummern drin gehabt, wo einfach nicht funktioniert haben. Zum Beispiel etwas über Tesla, wo ich persönlich wahnsinnig cool gefunden habe. Aber schnell gemerkt habe, bei den Leuten ist das noch überhaupt kein Thema. Und dann heisst es Kill Your Darlings, dann müssen auch die guten Sachen leider dann weichen. Und das ist jetzt tatsächlich so gewesen, bei der Testvorstellung habe ich dem Publikum dann immer wieder gesagt, also kommt nach der Vorstellung ruhig zu mir, sagen mal, was ihr nicht gut gefunden habt. Weil wenn noch alle kommen und sagen, das war super gewesen, dann lerne ich nichts daraus. Was war das mit dem Tesla? Was hat nicht funktioniert dort? Ja, das sind einfach grundsätzliche Tesla-Gags, wo ich gemerkt habe, ich selber fahre einen Tesla und also er gehört zwar meiner Bank, aber trotzdem habe ich gemerkt, die Leute finden das, glaube ich, nicht so wahnsinnig sympathisch, wenn man so 100'000 Franken Auto fährt, haben das Gefühl, sie hätten wahrscheinlich noch mit der Beilaggebühren zahlt. Und da habe ich gemerkt, das ist ein schwieriges Thema, wo dann die Leute irgendwie wie zuerst mal das überhaupt nicht verdauen müssen, bis sie zu den Gags durchdringen. Und die Zeit hat man leider nicht auf der Bühne. Masterarbeit heisst das neue Programm. Alle, die schon mal eine Masterarbeit geschrieben haben, die wissen das. Oh, es ist am Schluss noch auf den letzten Drücker, schlaflose Nacht. Wie war das bei dir gewesen? Ja, ziemlich genau so. Ich habe wirklich vor zwei Nächten habe ich geträumt, dass die Premiere durch war. Und ich wollte gerade raus zum Zusatznummern spielen und habe gemerkt, die Leute sind am Aufstehen, sind schon am Schwätzen und es hat überhaupt niemand mehr interessiert. Und ich bin dann abends ins Publikum und sind einfach alle haben mich angeschaut und sind an mir vorbeigelaufen. Und es hat nicht einer gesagt, hey, es war cool gewesen. Und dann bin ich wirklich schweissbadet aufgewacht und dachte, yes, es geht. Und du weißt in dem Moment ja dann nicht, ist es jetzt echt oder es fühlt sich ja total echt an. Und also ich hoffe, dass mindestens einer heute noch kommt und zumindest sagt, mal, es war okay gewesen. Oh, das ist ja ein übler Albtraum. Ja, klar, das sind ja jetzt kleine Sorgen, wenn man vergleicht mit anderen Sachen, was auf der Welt passiert. Aber es ist klar, es ist jetzt eben fast ein Jahr Arbeit, die drin investiert ist. Und da hofft man natürlich schon, dass dann an dem Abend, wo es losgeht, dass den Leuten auch gefällt, was man da geschafft hat. Eben, heute ist die grosse Premiere. Wir sind vorher gerade auf die Bühne über, nur noch wenige Schritte von da. Jetzt nach einem Jahr Arbeit, wie fühlt sich das an? Freust du dich? Bist du irgendwie nervös? Es geht endlich los? Im Moment ist es ehrlich gesagt hauptsächlich Freude. Wenn du mich 5 Minuten vor der Show nochmal würdest fragen, würde ich sagen, ich muss jetzt mich aufs WC einschliessen und mich durch alle möglichen Kanäle entleeren, weil das ist das Gefühl, da drehst du fast durch. Du weißt, da draussen sind 500 Leute. Das Schlimmste ist, du kennst viele davon noch. Also es sind Promis da, es sind Freunde da, meine Familie ist da. Das ist viel schlimmer, als wenn das Leute sind, die ich nicht kenne. Vor Leuten müssen spielen, die einem kennen und wo einem halt die Meinung dann bös gesagt auch fast ein bisschen wichtiger ist, weil man sie halt immer wieder trifft. Ist das viel schwieriger, als wenn man ein neutrales Publikum in dem Sinn hat. Ja. Gibt es irgendjemanden, der dich mega nervös macht, der heute Abend jetzt im Publikum hockt? Es gibt mehrere Leute, die mich nervös machen. Natürlich eben zum einen meine Familie, die will man ja nie enttäuschen. Und zum anderen sind das Leute, die ich seit Jahren zu ihnen aufschaue, wie Marco Rima oder Victor Giacobo, die mich auch auf dem Weg mitbegleitet haben. Dann in der ersten Reihe sitzt, und das macht mich nervös, der Vujo Gavric, weil er durch ein Programm des Öfteren mal drankommt. Und ich hoffe, dass er nicht irgendwann das Gefühl hat, er müsse auch noch eine Show machen und dann irgendwie noch auf die Bühne stürmt oder so. Das wird vielleicht dann zu einer Zusatz-Comedy-Show, aber eine unplante. Wenn sich die unplanten Sachen heute Abend verhindern lassen, wäre ich dankbar.
Ist er schon vorgewarnt, dass er ein Teil ist von dem Programm? Ich glaube, er erwartet es fast. Ich glaube, er wäre beleidigend, wenn es nicht ist. Und er hat mir ein WhatsApp geschrieben, gesagt, ich will gerne Reihe 1. Und ich habe ihm den Wunsch jetzt erfüllt und das Zettel ja nicht gemacht. Gabritsch, und es ist reserviert. Und hoffe jetzt mal, dass er dann das hoffentlich mit Humor nimmt, was da heute Abend alles auf ihn zukommt. Wir dürfen bei dir jetzt in der Garderobe sein. Ich habe vor das weiße Schächtel da auf dem Tisch, das nimmt mich extrem Wunder. Darf man schnell aufmachen? Ja, natürlich. Mach nur, das ist ein Geschenk von meiner bezaubernden Freundin, die etwas machen lassen hat. Ein Kuchen, passend zum Sujet Masterarbeit, wo auch so auf dem Flyer drauf zu sehen ist und ist unglaublich herzig. Ich kann es mir jetzt vor der Show leider nicht gönnen, weil sonst mein Zuckerspiegel wahrscheinlich so hoch wäre, dass es dann auf der Bühne nicht so gut kommt. Aber das ist natürlich mitunter ein Grund, warum man sie einfach abgöttisch muss lieben. Es ist so herzig. Wirklich sehr cool gemacht. Jetzt geht es dann gleich los. Das ist der Inhalt von deiner Masterarbeit. Also man sieht jetzt nur gerade, es ist eine Masterarbeit, aber um was geht es eigentlich genau? Es geht um ganz vieles. Es sind ganz verschiedene Themen. Es ist ja klar, Masterarbeit ist nicht die letzte Anspielung auf die verschiedenen Bachelorarbeiten, die ich über die Jahre jetzt gemacht habe. Und die Leute erwarten, dass ich glaube auch ein bisschen, dass das Thema vorkommt. Das wird jetzt aber nicht nur aus dem bestehen. Das ist am Anfang ein kleiner Teil. Und nachher geht das vom Aufwachsen auf dem Land, wo ich ja selber miterlebt habe, über Fitness und Fitnesszentren, wo ja so die neuen Kirchen und Religionen sind heutzutage. Zu natürlich ganz viele auch Social Media Sachen, wo ich mich drin viel bewege und der Erkenntnis, dass es eigentlich nichts Asoziales gibt als die sozialen Medien. Okay, sind wir gespannt. Ich habe vorher noch hinter der Bühne schauen können. Es hat noch zwei, drei Gadgets drin. Ich habe, glaube ich, einen Rollator entdeckt. Ja, also nicht, dass es jetzt so weit wäre, dass ich einen Rollator brauche für die Bühne, aber den brauche ich tatsächlich für die Zusatznummer. Sehr gut. Wir lassen dich jetzt. Musst du jetzt vorher noch schnell in dich gehen? Oder was sind das die letzten Minuten, bevor du auf die Bühne gehst? Ja, jetzt muss ich zuerst noch ein paar Mal raus. Also jetzt kommt dann, glaube ich, Glanz und Gloria, die auch noch ein paar Fragen hat. Und nachher hat mein Papi einen Abbruch gemacht für die Familie, wo, glaube ich, schon auch anständig wäre, wenn ich zumindest noch schnell Hallo sage. Und das sind jetzt noch die nächsten Tasks, bevor ich dann hoffentlich so gegen die halbe Achte, was in etwa eine halbe Stunde ist, mich da ein bisschen zurückziehen, nochmal den Text anschauen. Es wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn ihr könnt heute. Und nachher geht es dann ziemlich schnell mal los. Ich herze. Ganz, ganz viel Erfolg heute Abend. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ja, ja, du bist ja nervös, wie ich. Entschuldigung. So, wir lassen dich jetzt. Danke vielmals. So, wir gehen wieder raus. Lassen den Stefan Büsser allein. Muss er sich noch ein bisschen sammeln, bei der Familie noch beim Apero zeigen. Heute geht es los im Kaufleuten und nachher geht er auf Tournee. Wo er die Daten findet, das seht ihr auf nau.ch oder auch auf seiner eigenen Webseite auf stefanbüsser.ch.